Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wie ich euch schon im letzten Video versprochen habe, wollte ich in diesem Video mal kurz ein paar Informationen raushauen, wie es denn auf meinem Kanal jetzt demnächst so weitergehen wird. Denn es kamen ja jetzt einige Zeit keine Videos mehr und vielleicht erinnern sich noch so die ein oder anderen. Früher kamen immer jeden Dienstag, jeden Freitag und jeden Sonntag Videos, also genau 3 Videos die Woche, wenn das denn mal hingehauen hat. Oft hat es dann wegen schulischem Stress und sowas nicht so ganz hingehauen, aber selbst wenn es damals nicht so ganz geklappt hat, wollte ich jetzt mal sagen, ich führe es jetzt einfach nochmal so genauso ein. Denn das Ganze ist jetzt so, jetzt habe ich im Moment ja Ferien und die nächsten 6 Wochen habe ich auch noch Ferien. Das heißt, die nächsten 6 Wochen habe ich ziemlich viel Zeit, mich auch auf YouTube zu konzentrieren. Das heißt, im Prinzip wird alles genauso weitergehen wie davor. Trotzdem stehen jetzt demnächst ein paar interessante Sachen an. Erstens mal, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, werde ich an der Gamescom Vlogs machen. Da werde ich ja auch ein paar Tage beim Olvi übernachten. Werde euch da einfach mal ein paar Follow-Me-Arounds zusammenschneiden. Während der Gamescom-Zeit, die ja eben auch schon in einer Woche sozusagen ist, wird einfach jeden Tag ein Video kommen, eine Art Vlog. Das Ganze wird vielleicht ein bisschen stressig, aber ja, ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze so durchhalte. Außerdem habe ich noch einige sehr schöne Projekte am Starten. Das Ganze wird sich jetzt wahrscheinlich auch den nächsten Monat über, wird es einiges noch starten, auch mit verschiedenen YouTubern. Das, was ich bis jetzt so habe, wird natürlich weitergeführt. Einerseits Lost in Translation, was mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt, das Format. Das wird natürlich genauso weitergeführt auch und werde mir ab und zu immer wieder YouTuber holen. Ich weiß, dass einige von euch das wirklich auch öfter sehen wollen, aber das Ding ist einfach, ich muss immer wieder ein paar neue Videos produzieren, bis ich wieder Lost in Translation bringen kann. Weil man braucht ja sozusagen immer Videos, von denen man die Untertitel dann wirklich vorlesen kann. Und außerdem muss ich mal hoffen, dass YouTube nicht irgendwann demnächst mal ein Update für ihre Untertitelfunktion rausbringt, dass sie irgendwann mal anständig funktionieren, weil sonst wäre mein Format im Prinzip am Arsch. Aber solange das so weitergeht, eigentlich ganz cool. Außerdem werde ich wahrscheinlich, das ist jetzt nicht unbedingt die allernächste Zukunft, aber ab September werde ich wahrscheinlich eine bessere Internetleitung haben. Oder vielleicht zumindest. Ich will mal nicht allzu optimistisch sein. Dann habe ich vielleicht statt meinen 800 Kilobit pro Sekunde Upload vielleicht einen Upload von 10 Megabit pro Sekunde oder zumindest 5 Megabit pro Sekunde. Und vielleicht wissen einige, die sich damit auskennen, was das bedeutet. Es wird wahrscheinlich erstens mal Full HD Videos geben, vielleicht auch in 60 FPS. Andererseits werde ich dann natürlich auch die Möglichkeit haben, Streams zu machen. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal einen Stream gemacht, aber seitdem dann mein Internet wieder ein bisschen downgegradet wurde und ich es wieder weniger an Upload-Kapazität habe, müsste ich die Qualität der Streams noch weiter runterschrauben und das will ich einfach nicht, denn ich glaube, das kann ich euch einfach nicht antun. Aber sollte ich dann wirklich ab September was Besseres haben, dann würde ich gerne mal ab und zu ein paar Livestreams machen, auch wirklich wöchentlich oder so. Und wo wir schon beim Thema Livestreams wären, der Olvi macht zur Zeit, wo ich dieses Video aufnehme und auch wo ich es hochlade, einen 24-Stunden-Livestream. Das heißt, wer gerade mal Bock hat, vorbeizuschauen, twitch.tv/theolvi. Dort werde ich auf jeden Fall auch einige Male vorbeischauen wahrscheinlich. Vielleicht trefft ihr mich ja da auch mal. Und wenn nicht, dann macht euch einfach über Olvi lustig, weil er gerade am Sterben ist wegen Müdigkeit. Aber schreibt bitte mal gerne, dass ihr von mir kommt, dann freut sich sicher Olvi. Ja, so im Großen und Ganzen wäre es das jetzt. Ich wollte euch einfach mal nur so ein bisschen, jetzt hier mal euch ein bisschen drüber reden. Und bevor ich es vergesse, ich wollte euch auch noch erklären, warum jetzt so lange keine Videos mehr kamen. Es haben ja sicher die meisten mitgekriegt, dass ich eine Art Virus auf meinem PC hatte, der im Prinzip eine sehr hohe CPU-Auslastung verursacht hat. Das Ganze ist im Prinzip so. Im Prinzip wurde mein PC zu einem Mitglied eines Botnetzes. Dieses Botnetz, das verarbeitet auf meinem PC sozusagen irgendwelche Daten und lud sie dann nachher wieder auf dem Server hoch. Ich habe daraufhin ungefähr, weil sich dieser gute Virus auch über das LAN-Netzwerk verbreitete, alle PCs aus dem kompletten Netzwerk unter strenger Isolation voneinander neu aufgesetzt. Nach ein paar Tagen ist jedoch dieser Virus irgendwoher wiedergekommen und da war ich relativ ratlos erstmal. Und eigentlich habe ich eben gedacht, durch dieses ganze neue Aufsetzen wird es das erstmal sein. Deswegen habe ich auch damals dem Olvi gesagt, ja, in einer Woche werden wieder Videos kommen und das hat er dann in seinem Gastupload auch gesagt und deswegen hieß dann, yo, in einer Woche kommen wieder Videos, aber nein, Chris, weit gefehlt. Ja, dieser ganze Virus war wieder da, ich hatte wieder keine Möglichkeit irgendwas zu schneiden. Was jetzt vielleicht nicht alle wissen, ich habe da ziemlich genau danach eine Operation an meine Weisheitszähnen gehabt, das heißt, mir wurden die Weisheitszähne rausgemacht. Nun ja, auf jeden Fall, da konnte ich dann verständlicherweise ungefähr eine Woche lang nicht mehr reden und deswegen kamen natürlich auch keine Videos auf YouTube, weil ich auch nichts vorproduziert hatte. Das eine Video, das hatte ich dann doch noch irgendwo, habe ich mir es
irgendwo herausgekramt. Und das Ganze war das gute Video, was ich mit der Mia aufgenommen hatte. Ich hatte immer noch diesen Virus, aber der Virus, der ist scheinbar vor ungefähr einer Woche einfach verschwunden. Ich weiß nicht ganz, wie das Ganze passiert ist, aber plötzlich war der einfach weg. Ich würde mal schwer schätzen, irgendwie haben die Betreiber dieses Botnetzes irgendwie ihre Server abgeschalten. Das heißt, im Prinzip habe ich den Virus noch, aber er wird einfach nicht ausgeführt, weil im Prinzip keine Server mehr da sind, die ihn ausführen könnten. Und deswegen glaube ich kann jetzt damit so leben. Ich hoffe mal, dass das nicht nur um eine vorübergehende Sache haltet und das Ganze dann irgendwann mal wieder eingeschalten wird, denn dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich am Verzweifeln und ich wüsste nicht mehr wirklich, was ich noch machen soll. Und außerdem wollte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass nicht jeder in das letzte Video reingekommen ist. Wie gesagt, ich habe das eigentlich schon am Anfang erklärt, aber es hat scheinbar nicht so unbedingt jeder verstanden. Es waren nur 4 Fragen dran, weil wir haben ziemlich viele Fragen beantwortet. Ich glaube, wir waren insgesamt bei 9 oder 10 Stück. Jedoch haben wir in diesem ganzen Video trotzdem nur 4 Fragen beantwortet. Das Ganze lag damit zusammen, dass ziemlich viel des Videomaterials einfach nicht hochladbar war. Wie man es schon an einigen Stellen gehört hat, war da ziemlich viel Wind. Ab und zu hat einfach der Wind so sehr ins Mikrofon gepustet, dass es einfach nicht mehr auszuhalten war und ich habe diese Stellen dann einfach nicht hochgeladen. An anderen Stellen sind dann irgendwelche Autos vorbeigefahren, die es überhaupt nicht möglich gemacht haben, irgendwas zu verstehen. Und wiederum andere Stellen waren mir einfach so peinlich, dass ich sie einfach nicht ins Video nehmen konnte. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Die nächste fragvolle Runde wird wahrscheinlich irgendwann während der Gamescom kommen, die ja wirklich jetzt schon in einer Woche ist. Und ich hoffe mal, da werde ich dann jede Frage mit reinnehmen. Also, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Das tut mir sehr leid und wird nicht wieder vorkommen, hoffe ich. Nun ja, dann habe ich jetzt schon mal einige Zeit geredet und ich wollte euch jetzt auch gar nicht mehr länger aufhalten. Ich bedanke mich trotzdem sehr an alle Leute, die das Video bis ans Ende angeschaut haben. Wie gesagt, wer will, kann gerne mal beim Olvi vorbeischauen auf dem Olvi 24-Stunden-Livestream, der gerade im Moment läuft. Adresse ist hier nochmal eingeblendet und sicher auch nochmal irgendwo in der Beschreibung zu finden. Also schaut dort mal gerne vorbei und ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bewertung nicht vergessen. Bis dann. Bleibt schleimig und tschüss.